alle noch halbe Portionen, aber da wird auch mal was draus. Und oben haben wir aktuell nur eine Heuzufütterung wegen der Ballaststoffe, wollte ich schon sagen, auch richtig, wegen der Rohfaser. Sonst können die das Eiweiß überhaupt nicht verwerten und kriegen auch noch die Scheißerei auf gut Deutsch. Wenn Fleisch ist hinten raus, dann gibt es nochmal richtig Schub. Wie bei Menschen, wenn er Durchfall hat. Ne? Das macht's einfach interessant. I'm a country boy, here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man, that's who I am. I'll be farming my cattle till the day I die. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Mittwoch, den Fleischversand habe ich hinter mich gebracht. Heute ist es wieder saukalt, April-typisch, brauchen wir uns gar nicht beschweren. Was steht heute an? Ja, ich werde jetzt den Ballenwagen mal schnappen und auch der kommt zum großen Service. Bremsen, das muss ja alles funktionieren und dann der Ernte vernünftig laufen. Und das kriegt er alle selige Zeit mal, natürlich zusätzlich zu allen anderen Wartungsarbeiten. Und da dampfe ich ihn einmal kurz runter und wir bringen ihn zu einer LKW-Werkstatt, ist ja LKW-Anhänger, den bringen wir zu einer LKW-Werkstatt, die dann einmal den großen Service drauf machen. Ja, jetzt gucke ich mal den an. Da ist er. Den hat jetzt zwar mal Anschluss, logischerweise. Und dann fahren wir gleich mal vor zum Waschen. Wir haben da leicht verdrückte Gummis. Der fließt nicht mehr zu 100% dicht ab. Also, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und ja, die ganzen Achsen und sowas alles mal durchschauen. Das ist aber nichts, was wir selber machen. Da haben wir weder die Zeit noch die große Erfahrung noch ja, den Platz, wo wir das aus durchführen können. Deswegen ab in die Werkstatt. Versuchen jetzt doch noch eine Position gefunden, wo die Bremsenkupplung dicht hält, weil sonst bräuchten wir gar nicht erst losfahren. Aber da brauchen wir definitiv neu, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung, gell? Also starten wir einmal durch, beziehungsweise erstmal Druckluft aufbauen lassen und dann starten wir durch. Die zwei Steckerchen haben wir auf jeden Fall erneuert. Die Bremsen haben wir mal ein bisschen nachgestellt, umgestellt. Ja, und dann passt es. Hinten haben wir noch ein Fell gelegen, da ist ja letztes Jahr mal eine Reifen explodiert. Und da hätten wir einen rund erneuerten drüben. Den können wir da draufziehen. Das werden wir jetzt auch die Tage mal machen lassen. Und den halten wir uns dann wieder als Reserve vor. Denn falls wir mal wieder irgendwo so ein Problem haben, können wir den dann einfach schön draufschrauben. Muss wieder irgendwie geregnet haben, es ist schon wieder alles nass. Aber gut, abgetrocknet gleich wieder. Soweit. So, was wir jetzt machen müssen, ist nochmal AdBlue tanken und Diesel. Also T6, was drin hat, den brauche ich am Freitag. Dort werde ich dann die letzten Pfosten in Pullendorf ziehen damit. Und dann wäre es schön, wenn der Start klappt. So, stellen wir da ab. So, der ist ja wieder fit für die Saison, zumindest technisch. Optisch, naja, da müssen wir mal gucken, wann wir das immer schaffen würden.
aktuell eher schwierig. Gut, also jetzt erstmal Mittagspause. Ja, ein paar Schönheitsreparaturen am Manitou durchgeführt. Ach, High Fidelity Murks. Da war ja das, wo diese Aufnahme vom Spiegel weggebrochen ist. Und zwar wird der Spiegel da geschraubt. Und bevor wir uns ein neues Teil bestellen, haben wir da jetzt einfach mit so einem Epoxy-basierenden Flüssigkleber das Ganze angeklebt und einmal überlackiert. Ich finde, das tut sehr, sehr gut seinen Dienst. Mal schauen, wie lange es hält und es ist abvibriert. Ich habe da keinerlei Erfahrung mit so Flüssigmetallzeug. Da drüben dasselbe Spiel. Da hat es die Verstellung raus vibriert gehabt, bevor wir da ein neues Teil bestellen. Kleben wir das erstmal fest. Wenn es länger so hält, wunderbar, Geld gespart. Ansonsten müssen wir halt doch noch das Ersatzteil bestellen. Der Kleber war da, das ist nicht das Problem. Was haben wir noch? Ja, der Türrückhalteband. Mal kurz eins improvisiert. Und oh, da können wir jetzt dem üblichen nachgehen. Das heißt, ich baue jetzt mal gerade für sowas, für solche Pfosten und Latten. Schöne Halterungen aus Einwegpaletten haben wir noch jede Menge da. Und dann können wir das schön reinstapeln und dann hinten in der Halle an den Rand, hinten ins Eck reinstellen. Und hat man das alles sortiert und sauber ordentlich dort. Norbert ist nochmal in den Wald gefahren und ich werde dann schon mal die erste Halle hinten freiräumen. Das heißt, soweit glatt ziehen, alles rausfahren, was drin ist, damit wir da wieder Hackschnitzel einbringen können, schöne gerade Fläche bauen können, den alten Dreck ein bisschen rausschieben können und dann vorbereiten. Denn der erste Heuschnitt, den gibt es dieses Jahr mit Sicherheit. Wann, wissen wir noch nicht, aber den gibt es mit Sicherheit. Und damit wir das dort dann in die erste Halle trocken einlagern können, schon mal wieder alles vorbereiten. Ne? Ja, das ist das, was jetzt so laufen wird. Was für ein herrliches Wetterchen heute am Donnerstag. Der Norbert hat gerade wieder von der oberen Weide die große Herde runtergelassen, die Mutterkühe. Die durften jetzt da oben ein bisschen was wegfressen. Das ist eine kleine Fläche, da kann man die immer so kurz auftreiben am Tag und dann wieder zurücktreiben, dass die auch bestoßen wird. Und ich versuche jetzt gerade eine Funksteckdose an die Hauptstromversorgung für das Stromzaungerät anzubringen, damit man die, egal von welchem Punkt, per Handy ein- und ausschalten können. Das spart einem doch die ein oder andere Wegstrecke. Wenn man mal irgendwas reparieren muss oder nachspannen muss oder Vorderbahn bringen muss oder ein Kalb drin hängt oder weiß der Geier was. Man braucht es immer wieder mal und muss dann nicht immer von A nach B fahren, um das auszuschalten und wieder zurück, sondern wir können das unterwegs, zack, Handy aus, Arbeit erledigen, zack, Handy an, alles gut. Ne? Effektiv muss es schon auch sein, denn ja, so eine Landwirtschaft, wie wir betreiben, die ist nicht die wirtschaftlichste. Aber wir können es so effektiv wie möglich gestalten, dass das auch super von der Hand geht. Wenn es eins ist, was ich liebe, dann ist es, wenn der Plan funktioniert und wenn sich kleine Aufgaben schnell zum Ende umsetzen lassen können, weil haben immer so ein kleines Erfolgserlebnis. Projekt angefangen, Projekt beendet, erfolgreich, passt, super. Wir sehen, es schnackelt noch. Wir sehen, hier in der App ist es drin. Dann machen wir es aus. Und weg vom Strom. Perfekt, machen wir es wieder an. Aha, mega cool. Schade, dass wir es nicht überall machen können. Das geht wirklich bloß bei den Geräten, die wir am Stromnetz haben. Natürlich gibt es von den Herstellern auch noch Sachen, die man für die 12-Volt-Geräte bauen kann, aber da braucht es ein GPS-Modul mit Handy-Vertragskarte, also SIM-Karte und Co. und überhaupt und Funk und teuer und aufwendig. Das hier, super easy. Funksteckdose dran, auf geht's. Aber das ist auch das wichtigste Weidegerät, denn das versorgt die große Hausweide. Die gegenüber, die oben am Berg, die kleine hinten und die gegenüber auf der Straße. Und damit haben wir dann schon mal recht viel Annehmlichkeit jetzt dazu gewonnen. So, die Herrschaften freuen sich da drüben. Schon ein toller Klang, ne? Man muss da aber, wenn man da wohnt, auch ganz bewusst drauf hören, denn irgendwann wird man da geräuschblind dafür. Und die Frage kam ja unter dem letzten Video, oder schon öfter auch mal vor alten Videos, warum wir unseren Kühen Glocken anbinden. Das hat bei uns nur die Mutterkuhherde. Und jetzt geht gerade das Telefon los. So, wo war ich stehen geblieben, bevor das Telefon angegangen ist? Ach ja, genau. Warum wir unseren Kühen Glocken umbinden. Das hat bei der Mutterkuhherde die ganz einfache Bewandtnis, wenn die draußen sind. Und vielleicht mal durch irgendwas erschreckt werden oder
mal rausgehen, irgendwo Tor offen steht, der Draht reißt, der Baum drauf fällt oder sonst irgendwas, dann findet man die im Gelände bei uns, das recht teilweise abschüssig ist und auch ein bisschen verwinkelt und versteckt, findet man die einfacher wieder. Deswegen haben die Mutterkühe Glocken dran. Zweiter Vorteil, es klingt sehr romantisch, gell? Also es ist auch ein Genuss, die so bammeln zu hören. Die Tiere haben da dasselbe Phänomen, wie es wir auch haben. Wenn man nur bewusst hinhört, dann überhört man das. Also die Tiere hören ihren eigenen Lärm nicht. Also man muss sich das so vorstellen, dass die, wenn die zwei Tage das Ding dran haben, einfach an das Geräusch so gewöhnt sind, dass sie es bewusst gar nicht mehr wahrnehmen und dadurch auch keinen Stress haben. Jo, da hinten schreien mich gerade noch unsere 5 Bullen an. Die müssen auch noch auf andere Gruppen. Und dann haben wir den Stall leer. Dann können wir da ausräumen. Ne? Wauzis? Oh Gott, jetzt habe ich einen Wauzi erschreckt. Ja, ich will nicht gefilmt werden. Er hat nur Zeichnungen zugelassen. Ja, das war jetzt zum Thema Glocken noch. Und jetzt hat der Norbert gerade angerufen, wie der die oben runtergelassen hat. War wohl scheinbar einer dabei, wo gerade die Fruchtblase geplatzt ist. Also wenn wir jetzt sehr aufmerksam sind und ich die auch finde, dann können wir jetzt eigentlich direkt bei einer Kalbung dabei sein. Soll ich das jetzt mitkriegen? Seht das gleich im Anschluss. So, meine Herrschaften, die braune Dame, die da liegt, die ist es. Da ist es dann auch jetzt gleich demnächst soweit. Näher gehen wir mal momentan nicht dran, um sie nicht zu stressen. Genau. Sie reagiert schon auf meine Nähe. Das heißt, wir bleiben hier stehen bei der Kinder. So, Fruchtblase ist geplatzt. Da hinten hängt noch ein bisschen was raus. Die sollte jetzt eigentlich soweit sein. Ich muss jetzt oben in der Garage noch was machen. Ich stelle sicherheitshalber mal den Zeitraffer an, damit wir das auch alle mitkriegen.
Ja, und da ist er, der neue Schrenkersberger Bürger. Wohlauf, Mutti tut ihren Job, Fruchtblasenreste abgeleckt, Feuchtigkeit runter, Kreislauf stimuliert. War alles wunderbar. Da mussten wir jetzt auch nicht eingreifen. Das funktioniert, das ist eine erfahrene Kuh. Die hat das schon öfters mal gemacht. Die weiß, wie das geht. Und das Kalb ist scheinbar wohlauf. Ja, war der auch mal in Echtzeit bei so einer Rindergeburt dabei, oder? Haben bestimmt auch noch nicht alle von euch so gesehen. So, jetzt wird der Kreislauf schon etwas aktiver. Mutti leckt weiter, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Der erste Stehversuch war gerade, der ist aber noch ein bisschen gescheitert. Normal, keiner steht aufs erste Mal. Und da sind wir beim zweiten dabei und zack, einmal wieder rum. Ist aber auch schwierig mit vier so Haxen, gell? Ich tue mir mit zwei früh nach dem Aufstehen schon richtig schwer, aber vier, das ist Königsklasse. Einen Kaffee später, halb steht, läuft auch, hält sich meine Mutter ein bisschen im Schatten auf, perfekt. Und
wir geben jetzt mal als Arbeitstrupp Gas und schauen mal bei den hochlandenden Bullen. Da muss wohl irgendwo die Litze anliegen, denn da haben wir bloß noch 5000 Volt drauf. Und das heißt, da haben wir irgendeinen Berührungspunkt. Da laufen wir jetzt einfach mal außenrum ab. Gleichzeitig schauen wir mal, wie es unseren Bullen geht. Gehabt euch wohl. Jetzt sind wir einmal reihum umgelaufen, haben auch die Übeltäter gleich gefunden. Waren zwei Stöcke oder Äste drauf und eine Litzelager Metallpfosten an. Jetzt haben wir wieder volle Leistung. Das ist auch wichtig, damit die Herrschaften nicht auf die Idee kommen, da irgendwie auszubrechen. Aber das ist so eine ruhige, homogene Truppe. Das macht echt Spaß bei denen, gell, meine Freunde? Ne? Alle noch halbe Portionen, aber da wird auch mal was draus. Jetzt, wenn das Gras kommt, dann gibt es nochmal richtig Schub. Dann nehmen die auch wieder schön zu. Und oben haben wir aktuell nur eine Heuzufütterung wegen der Ballaststoffe, wollte ich schon sagen, auch richtig, wegen der Rohfaser. Sonst können die das Eiweiß überhaupt nicht verwerten und kriegen auch noch die Scheißerei auf gut Deutsch. Und vielleicht ist es hinten raus und haben wir nichts gewonnen, weil dann bleibt am Tier eigentlich keine Energie drin, weil die schießt hinten wieder raus, wie beim Menschen, wenn er Durchfall hat. Ne? So. Jetzt fahren wir an den Hof, haben dann noch ein paar kleinere Projekte vor und genießen dann noch ein bisschen dieses wunderbare Wetter. Das ist ja heute ein Traum. Und gucken, was uns da noch tagsüber erwartet. Das ist immer das Schöne an dem Job. Wir haben keinen 0815 Tagesablauf, sondern das ist immer ein bisschen anders und es variiert und meistens kommt es ganz anders als gedacht, aber ja, das macht es einfach interessant. Oh Mann, rechtschaffen Sie Bürger und die Bullen sind hinter uns her. Aber sie sind friedlich. Scheint wohl bloß um eine Verkehrskontrolle zu handeln. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein Traumwetterchen am Freitag. Für die meisten heißt es heute Hochtierende Wochenende. Für uns heißt es einfach, nochmal geht's auf Pullendorf. Dort auf zum letzten Gefecht. Die letzten Zaumpfosten müssen raus, die nehmen wir mit. Nachdem wir die im Rückenwagen schlecht transportieren können, weil sie einfach zu kurz sind, hängen wir den schnell ab, bauen die Mulde dran, wuchten das alles in die Mulde rein, was wir brauchen. Und dann war es das mit dem Thema Pullendorf. Zuallererst braucht es aber mal gescheite Brotzeit und wir haben den weltbesten Leberkäse dabei. Da kann nichts mehr schief gehen. So, wir ziehen die Pfosten, die letzten Pfosten in Pullendorf. Der Untergrund ist tragfähig. Raus, jetzt geht es an das hintere Ende der Weide. Oben im Eck am Hang musste man einen stehen lassen. Da haben die Tiere den Hang so abgearbeitet, dass man dann immer hinfahren kann. Den werden wir wahrscheinlich absägen müssen. Da kommen wir mit dem Schlepper nicht hin. Keine Chance. Da war es damals schon beim Aufstellen schwierig, aber seitdem sind ein paar Jahre vergangen und die Tiere haben da die Kuppe immer so abgetreten. Und jetzt ist das in jede Richtung steil und hängt. Und da kann man mit dem Schlepper eigentlich nicht mehr drauf fahren, ohne dass man runterfällt, weil man nicht hinkommt. Schade, aber einer, den können wir opfern, denke ich. Schauen wir, dass wir bloß immer eine Fahrspur bleiben, dass wir da nicht so viel Schäden fabrizieren. Ne? Also es hat sich jetzt so einen schönen Grünland entwickelt durch die Beweidung. Passt. Da vorne ist mein Helfer, der erwartet mich. Vor allem krass, wenn man so sieht, im Gegensatz zu dem nur gemähten und abgefahrenen daneben, ist mal der Unterschied vom Grünland, oder? Derselbe Boden. Da sieht man, was die Beweidung ausmacht. Ne? Das ist richtig, richtig gutes Grünland geworden. Für diesen Standort meine ich jetzt natürlich. So, da haben wir noch ein bisschen Zeug abzubauen. Da müssen wir erstmal das Tor wegschrauben. Da brauchen wir etwas Werkzeug. Ganz wichtig ist, dass da niemand unbefugt auf die Fläche geht, dass man die Tore auch absperrt. Ne? Aber halt auch nur die Tore. Ah, ja. Ja, schmeiß Hirn von mir. Jo, jetzt wenn man die Kombination noch weiß, geht sogar auf. Ha. Nehmen wir abschrauben. Ratschenschlüssel mitnehmen sollen oder irgendwie sowas in der Richtung. Das wird überbewertet. Ja, der Ratschenschlüssel hätte eh bis 22. Das sind hier 24. Da hat er sogar ich größer. Aber wir sollten die Bewegung nicht scheuen.
Bleibt der Körper agil, gell? Wir sind so alte Hamster. Was wir noch machen müssen, ist dann dieses Starkstromkabel, was unten durchgeht, noch mit rausreißen. Starkstromkabel? Ja, diese schwarzen. Ja. Starkstrom verstehe ich was anders. Nee, Hochvoltkabel. Hochvolt, ja. Ach schon, was ich meine. Ich lass fallen. Das ist grenzenlos, oder wie sieht's aus? Ich habe heute schon auch was mit. Das sind nur die Streckenpfosten, die sind leicht, die kann man allein super heben. Für die Eckpfosten steige ich natürlich mit aus von meinem hohen Ross und helfe mit. Junger Mann zum Mitreisen gesucht, auf geht's! Ha? Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Stelle schaffen wir, oder? Ist ja wieder völlig pfosten- und zaunfrei, die Wiese. Das, was wir jetzt platt gefahren haben, das ist nicht schlimm. Zumindest
ansonsten war es trocken. Also haben wir keinen Narbenschaden gemacht oder haben einfach ein bisschen Platz gefahren. Das ist in Ordnung. Dann kann sich die Fläche jetzt erholen und wieder bewirtschaftet werden. Und wir hängen jetzt noch schnell die Mulde an. Und dann geht's Richtung Heimat mit dem Gespann. Freitagabend, Feierabend, jetzt haben wir alles geschafft. Wir waren nochmal schnell bei den Hochlandern der Mutterkühen, nochmal Wasser nachgepumpt, das haben wir nochmal mit dem kleinen Aggregat und der Pumpe gemacht. Da haben wir ja das letzte Mal in einem Video den Tipp gekriegt mit der Weidepumpe, das ist gar keine schlechte Sache, das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Und dann widmen wir uns jetzt mal den kulinarischen Genüssen, weil es soll ja auch schließlich Sinn machen, was wir hier tun. Das heißt, wir probieren jetzt unsere eigene Ware, gibt jetzt einmal lecker Burger. Morgen Abend ist das erste Barbecue-Tasting, der erste Barbecue-Workshop. Und wenn der gut angekommen ist, könnt ihr die Augen offen halten, Augen und Ohren offen halten. Den werden wir in Zukunft dann wahrscheinlich öfters bei uns im Shop buchbar machen. Jo, dann machen wir hier Schluss. Wenn euch das Video getaugt hat, einmal den Daumen nach oben, abonnieren, wenn noch nicht geschehen, die Glocke drücken und sich aufs nächste Mal freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische aus Schenkersberg. Macht's gut, Servus und Ade. Some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man.